So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück. Wir suchen immer noch nach dem Sinn des Lebens. Nein, Quatsch. Wir suchen immer noch nach dem Ziel, wo ich jetzt hin soll. Ich glaube, wir reiten einfach mal darüber. Scheint ja nicht so weit zu sein. Halten uns ein bisschen von den Gegnern fern. Die wild gewordenen Giftblumen sind hier auch wieder unterwegs. Uah, da ist wieder so ein Tentakelfreund. Oh. Na toll. Aber boah, sag mal, Junge. Ich muss das doch jetzt wieder alles einzeln machen, ja? Wieso ist das jetzt über seinen Kopf rübergegangen? Mann, Mann, Mann. Ich bin schon ein ganz schöner Trottel, gell? Aber alles nur so doofe Schmiedesteine Stufe 2. So, hier komme ich gar nicht hoch oder wie oder was oder wer? Was leuchtet denn da? Hat eine die Trittstufen markiert. Das ist aber diesig. Ich dachte irgendwie mit diesen kleinen Marika-Statuen hätte es noch was auf sich. Vielleicht müssen wir dazu noch rausfinden, was es damit auf sich hat. Dahinter ist auch was, oder? Leuchtet da nicht was? Nee. Die Sichtverhältnisse sind sehr seltsam hier gerade. Hier brauche ich aber ganz schön viel an Zauberkraft. Oder ist hier unten am Fuß wieder eine Gnade oder so? Man sieht ja nichts. Da oben scheint auf der Mauer irgendwas von diesen Garabeus-Dingern zu sein, oder? Da über meinem Köpfchen. Da so. Okay. Das. Ja.
Schöne Brustverzierung habe ich da jetzt. Okay. Ich denke, ich sollte mich hier nicht allzu lange aufhalten. Es wirkt nicht, als wäre ich hier richtig. Also noch nicht. Wow. Was bist du denn? Okay, das ist aber was anderes. Der erinnert mich stark an die andere Hochebene, wo wir waren. Da ist eine Gnade. Wo wir auch so einen größeren Erdenbaumverteidiger bekämpft haben. Okay, hier endet dann die Welt. Naja. Das ist sogar so einer von der Art wieder, ne? Ja. Okay. Später. Aber das sieht ja auch geil aus. Auch wenn das wieder mit dem Winkel nicht stimmt, mit dem Licht, ne? Sehr merkwürdig. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Dass man immer aus Versehen abspringt. Erstens, seid ihr bereit? Und zweitens, für was? Ganz schön düster hier. Dunkler Ort. Ja. Na gut. Also sie haben zumindest nicht zu viel versprochen. Es ist sowieso so komisch, diesig hier alles. Und der Turm wirkt, als könnte man da oben vielleicht wieder einen neuen Zauberslot finden. Aber mir fehlen zurzeit ja auch die Zauber für die Zauberslots. Schon cool, wie sich hier auch die Vegetation dann verändert, so hochgebirgemäßig. Irgendwie schnalle ich das wirklich noch nicht so ganz. Wenn es so ist, dass wir Befleckten in Ungnade gefallen sind, warum erweist sich dann ausgerechnet für uns die Gnade als hilfreich, auch wenn wir eigentlich von der Gnade nicht erfasst werden? Das ist sehr merkwürdig. Das wirkt ja nun sehr baugleich zu dem anderen Turm, ne? Vielleicht sollte halt auch die Selina hier sein und ist sie jetzt nicht oder so. Gelehrsamkeit sei mit euch. Okay. Hier ist aber auch keine Leiter oder sowas, ne? Wahrscheinlich müssen wir da außen rum oder so. Möglichst ohne auf die Fresse zu fallen, natürlich, ne? Oh, da oben gibt es aber doch
Ärger, oder nicht? Und da soll ich jetzt aufs Dach hüpfen? Das glaube ich ja wohl nicht. Nein! Ach, scheiße. Ja, ist immer gut, wenn man so ein Spiel hat, wo die Steuerung so ein bisschen sloppy ist. Wenn man dann Sprungpassagen einbaut und so. Ach. Und ihr meint, ich komme da rüber, ja? Tatsache. Nur die Frage ist, was passiert dann hier? Und wieso ist hier kein Fahrstuhl eigentlich? Hm. Hier oben gibt es doch bestimmt gleich Schmackes, oder nicht? Was das von der Decke fallen kann oder so. Sieht nicht so aus, oder? Tatsache, ein weiterer Speicherstein. Und wieso sind die jetzt alle hier tot runtergefallen? Irgendwas habe ich doch übersehen, oder nicht? Aber das ist tatsächlich, wie ihr gesagt habt, ein bisschen sehr open-worldig, dass das sogar, mal abgesehen von so ein paar Details, sehr ähnliche Türme sind. Ja, noch was. So, so. Oh, nö, Junge. Bist du dumm? Mich so einfach anzugreifen? Objekt, ja, vielen Dank. Ist mir auch aufgefallen. Sehr merkwürdig, das Ganze hier. Okay, aber wir haben... Nee, hier war das nicht zu sehen. War das hier zu sehen? Hier, wir haben tatsächlich einen neuen Zauberslot. Gut, dann hat sich die kleine Exkursion hierher ja doch gelohnt. Schluss jetzt. Okay. Was als nächstes? Ich würde jetzt mal wirklich sagen, nachdem ich mit euch hier so wieder außen rum geeiert bin. Ach, ich dachte, wer reitet hinter mir? Müssen wir da hinten mal wieder zurück zu unserer Zwei-Finger-Lady? Nee, wie heißt es noch? Alte Fingerjungfer. Dass das auch alles so ähnlich heißt. Das? Drachenskelett oder was ist das? Das hier sieht wieder aus, als wären das diese Höhlenbewohner mit dem Blutungsschaden. Was ist das? Das steht doch gleich auf, oder nicht?
Okay, wer das vermöbelt hat, der, vor dem sollte ich Respekt haben, oder? Ach, das sind wieder die. Ich wusste es doch. Oder ist das jetzt doch nicht so einer? Okay, nee, das war doch nicht so einer, wie ich meinte. Ich meinte ja diese komischen Knilche mit ihren langen Spießen. Warum muss ich hier absteigen? Was ist das wieder für ein Quatsch? Och, nö. Invasion durch Edgar. Okay. Okay, dann eben nicht so. Okay, ihr habt recht, das ist ganz schön übermächtig. Xierritter Hellebarde, kann ich nicht einfach mal einen Hammer finden? Ich hätte so gern einen Hammer. Oh, das war wohl knapp. Meine Energie ist auch nicht mehr die beste. Oh, was war das? Was war das für ein Schatten, der hier rüber geflogen ist? War das nur der Felsen oder war es ein Drache? Okay, ich werde paranoid. Nicht ganz unberechtigt, oder? Hat er die alle kalt gemacht, der Sack? Die alle ausgeweidet. Ach, das ist ja einfallsreich, super. Moment mal, kann man da hoch? Okay, hier gibt es doch nichts. Ich dachte, das wäre ein Pfad nach oben. Mann, hier gibt es auch immer irgendwas zu entdecken. Und so eine Entdeckerseele wie ich wird dann ständig irgendwo aufgehalten. Ich hoffe, für euch bleibt es trotzdem spannend, auch wenn ich mich ständig irgendwie ablenken lasse. Achso, Helgas Hellebarde haben wir uns jetzt noch gar nicht angeguckt, ne? Helga hieß der, oder? Wahrscheinlich war der auch wieder aus irgendwelchen Gründen für später wichtig und ich habe ihn jetzt wieder gekillt oder so. Hellebarde der Exilritter Stufe 8. Könnte mir sogar führen. Die Waffe der Ritter, die durch die Verfehlung oder unglückliche Umstände ihre Heimat verlassen mussten. In die Randgebiete verbannt waren sie gezwungen, allein und verzweifelt ein neues Leben aufzubauen. Wirbelhiebe. Eine Stangenwaffe, die euch kontinuierliche Wirbelangriffe ausführen lässt. Ach, das, was die Automatons da, diese Marionettenmenschen, gemacht haben. Okay. Habe ich eigentlich überhaupt noch? Also, wenn ich jetzt Zauber einstimme, ich habe gar keinen Zauber mehr, den ich das in voll einbauen könnte. Nein. Gut.
man da noch aufs Dach oder so? Nö. Also jedenfalls komme ich da nicht hin. Ach. Okay, was machen wir jetzt? Oh, hier haben wir ein Kartenstück nicht entdeckt. Auch wenn wir hier die Gnaden entdeckt haben. Okay. Wir sollten jetzt tatsächlich mal gucken, dass wir zurückkommen. Also, ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder den. Bin wieder an irgendwas vorbeigeritten. Aus dem Augenwinkel hatte ich irgendwo, glaube ich, noch so eine Statue gesehen. Die sollte ich vielleicht mal markieren. Die war ungefähr hier. So eine Gruftstatue. Ach, dabei fällt mir ein, wir wollten ja eigentlich noch die andere Gruft erledigen, ne? Jetzt sind wir hier noch hinter unterwegs. Okay, nee, das ist jetzt aber die falsche Richtung. Es sei denn, man muss von da hinten in die Akademie. Man sieht hier aber auch nicht, dass, wo man irgendwie ein Stück Karte herholen kann. Nee. Okay. Oh. Was sind das denn? Oh, da oben. Ist wieder ein Zauber, oder? Ich weiß, es ist furchtbar mit mir. Moment mal, das sind alles magische Dingsbumser. Bist du fake oder was? Was war das denn jetzt? Unerwartet agile Person. Ja, das kann man auch so sagen, ja. Gut, dann wissen wir jetzt wenigstens, wo die geboren werden. Oh, wir haben wieder Drachen. Wir haben auch wieder 6000 Seelen. Runen, entschuldigt. Gut. Das war eine Gemeinheit, dass er sich verpisst hat. Oder sind das alles optische Täuschungen? Ach, das ist eine Illusion, oder? Tatsache. Ha! Jetzt ist er wieder oben, wa? Wie oft kann er das denn machen? Immer? Aha! Oh nein, schon wieder Stufe 2. Oh, das gibt's doch nicht. Habe ich schon erwähnt, dass ich das völlig idiotisch finde? Nein. Habe ich, glaube ich, ein paar Mal. Gut, apropos idiotisch. Nikos ständige Rumeierei. Wir reisen jetzt mal zurück. Da hinten leuchtet wieder was. Ist auch wieder eine Gnade. Jupp.
Also die sind ja wirklich sehr großzügig verteilt. Ein bisschen besser erkunden später. Es kann sogar sein, ich habe fast den Verdacht, wir müssen von der anderen Seite vom Norden kommen. Aber wir probieren es jetzt erstmal da durch die Lücke. Mal sehen, was uns dann da wieder fährt. Da oben kann man irgendwie auch noch hochreiten, ne? So viele Möglichkeiten. Das sieht ja auch wirklich geil aus, oder? Ich stehe auf sowas. Dann bleibt schön neugierig und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut und ciao.